Es war ziemlich feuchtfröhlich heute Nachmittag vor dem Goldenen Dachl in Innsbruck. Da hat man nämlich einen uralten Brauch wieder aufleben lassen, das Gautschen. Dabei werden Druckerlehrlinge zum Abschluss ihrer Lehrzeit in ein Fass getaucht, und zwar um die Sünden aus der Lehrzeit abzuwaschen. Manch einer von uns könnte das wohl bei Zeiten auch ganz gut brauchen, aber wurscht ob Sünden hin oder her, es war jedenfalls eine Riesengaudi. Das Gautschen ist ein Buchdruckerbrauch, der bis ins 16. Jahrhundert zurückgeht. Eine Tradition, die vielerorts bis heute mit Liebe gepflegt wird. In Tirol hat es aber seit einigen Jahren schon keine öffentliche Gautschfeier mehr gegeben. Das ist denn so eine gute Tanz, die allerbeste Tanz. Gott grüßt die Kunst. Es ist kalt gewesen, aber lässig. Das gehört dazu zu unserer Branche und... Na, war schon ein einmaliges Erlebnis, glaube ich. 22 sogenannte Gäutschlinge haben sich heute nass machen lassen. Mit der Zeremonie sollen symbolisch die schlechten Angewohnheiten aus der Lehrzeit abgewaschen werden. Stellt sich die Frage, ob die Lehrlinge denn wirklich so viele Sünden auf dem Kerbholz hatten. Also es waren maximal 2 oder 3, mehr sicher nicht. Ja, das eine oder andere ist sicher, was jetzt bierst. Und aber ja. Die Wirtschaftskammer will die Tradition einer öffentlichen Gautschfeier ab jetzt hochhalten. Auch die nächsten Druckerlehrlinge dürfen sich also auf das Gautschen freuen. Mit einem Sturzbad obendrauf, das ist der Tochter Gutenbergs, die allerbeste drauf.